Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Alexandra Kniele und ich werde Ihnen heute ein Update zur Glaukomdiagnostik mit dem Spektralis OCT geben. Tatort des Geschehens ist der Augenhintergrund und hier möchten wir verschiedenen Spuren nachgehen. Was liefert uns die Glaukomdiagnostik mit der optischen Kohärenztomographie? Nun, als ersten Hinweis können wir uns zunutze machen die minimale Randsaumbreite, BMO-MRW. Hierfür wird die intern limitierende Membran automatisch segmentiert, die Bruchsche-Membranöffnung erkannt und von der Bruchsche-Membranöffnung die kürzeste Strecke zur intern limitierenden Membran eingezeichnet. Hier also repräsentiert durch die hellblauen Pfeile. Als weiteren sachdienlichen Hinweis können wir uns die retinale Nervenfaserschicht zunutze machen. Diese ermitteln wir durch drei unterschiedliche Kreisdurchmesser, die auf die Papille zentriert werden. Und wir wissen, das Glaukom hinterlässt auch seine Spuren im Bereich der Makula. Dafür möchten wir die Posterior Pole Asymmetrie Analyse nutzen. Dieses ist ein OCT-Volumenscan, der großflächig auf den hinteren Pol des Augenhintergrunds platziert wird. Neu ist, dass wir diesen Scan, das gesamte Scanfeld, auch zu einer Referenzdatenbank vergleichen können und das ist dann unsere Abweichungskarte oder auch Deviation Map. Aus dem kompletten Retina Scan des Posterior Pole Scans heraus können wir die einzelnen Schichten auch segmentieren und zum Beispiel die RNFL, also nur die dicken Karte der Nervenfaserschicht, uns anschauen und diese natürlich auch wieder im Vergleich zur Normdatenbank analysieren. Als weiteren Baustein in der Diagnostik haben wir die Ganglienzellschichtsegmentierung. Das heißt, auch hier die reine Dickenkarte der Ganglienzellen wird nun analysiert und verglichen mit der Referenzdatenbank. Zusammen sehen wir hier nochmal die gesamten Ergebnisse, die uns die Glaukommodul Premium Edition liefert. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Aufnahmeprozedere mit dem Spektralis OCT. Hier wird zuallererst auf den ONHRC-Scan geklickt, Optic Nerve Head Radial Circle, der Patient fixiert nasal und wir bestimmen zuallererst die Fovea Centralis als erste Landmarke auf der Netzhaut. Wenn das System das gefunden hat, können wir gegebenenfalls noch Korrekturen vornehmen, diese dann konfirmen und als zweite Landmarke auf dem Fundus wird nun die Bruchsche-Membranöffnung detektiert und da heraus die Bruchsche-Membranöffnungsmitte. Sind diese beiden Punkte bestimmt, so wird eine anatomische Achse auf den Fundus projiziert. Sie sehen diese hier von Fovea zu Papillenmitte. Und dadurch, dass wir nun auch das Scanzentrum wissen, also die Mitte der Bruchsche-Membranöffnung, wird das Scan automatisch auch auf die Papille zentriert. Jede dieser Scanlinien, die wir gerade sehen, durchschneidet also schön den Sehnervenkopf, wird 25 Mal gemittelt, sodass wir eine super Auflösung für die Bruchsche-Membranöffnungsdetektion bekommen. Und im Anschluss an die einzelnen Scanlinien durch den Sehnervenkopf werden noch drei Einzelkreise zirkulär, also um die Papille, aufgenommen. Diese werden 100 Mal gemittelt, damit man ein gutes Signal im Bild hat. Nun wird die Aufnahme fortgesetzt mit einem Posterior Pole Scan. Hierfür fixiert der Patient zentral. Und wir scannen mit diesem Bild also großflächig den hinteren Pol, Posterior Pole Asymmetrie Analyse. Ist der Scan vollständig, so sehen wir dann im Anschluss die beiden Vorschaubildchen. Das ist hier oben zu sehen, der Scan ONHRC, also Optic Nerve Head Radial Circle, der die Parameter minimale Randsaumbreite und Nervenfaserschichtanalyse beinhaltet. Darunter sehen wir das Scanfeld vom
Posterior Pole Scan, wo wir also die Asymmetrieanalyse und die Einzelschichtsegmentierung durchführen. Noch ein paar Worte zum anatomischen Positionierungssystem, kurz APS. Es werden also zwei anatomische Referenzpunkte auf dem Fundus bestimmt, zum einen die Fovea und zum anderen die bruchsche Membranöffnungsmitte. Anhand dieser beiden Punkte hat man eine individuell angepasste Achse an den Fundus des Patienten und diese Achse wird nun für jede Aufnahme verwendet, das heißt natürlich auch für jede Folgeuntersuchungsaufnahme. Nun möchten wir unserer ersten Spur nachgehen, der minimalen Randsaumbreite. Wie zeigt sich diese im Spektralis Viewer? Wir sehen links oben das Infrarotbild der Papille. Die 24 grünen Linien zeigen uns an die Position des einzelnen OCT-Bildes. Wir können durch die 24 verschiedenen OCT-Bilder durchscrollen und können, das ist ganz wichtig, nun die rote Linie, die intern limitierende Membran und auch die Position der bruchschen Membranöffnung dabei überprüfen. Sind kleine Korrekturen notwendig, so gibt es zwei Werkzeuge direkt darunter, mit denen also nachträglich noch die Position oder auch die Segmentierung korrigiert werden kann. Links im Infrarotbild möchte ich auch noch erwähnen, dass es 48 kleine rote Punkte gibt, die uns eben auch im Infrarotbild die bruchsche Membranöffnungsfläche anzeigen. Man sieht in diesem Beispiel sehr schön, dass sich zum Beispiel wie jetzt hier die bruchsche Membranöffnungsfläche und der klinisch sichtbare Papillenrand sehr wohl unterscheiden können. Wir sehen, hier ist die bruchsche Membranöffnungsfläche wesentlich größer als der klinisch sichtbare Papillenrand. Direkt unter dem OCT-Bild sehen wir das Dickenprofil, also jetzt hier aufgetragen die minimale Randsaumbreite unseres Patienten. Und diese wird nun verglichen mit Augen in der Referenzdatenbank. Und ja, ein Proband ohne Befund würde eine typische Doppelhügelkontur aufweisen. Natürlich, weil wir sehr viele Nervenfasern und Blutgefäße nun einmal temporal superior und temporal inferior angeordnet haben, so haben wir hier typischerweise diese Doppelhügelkontur. Herrscht eine Amplitudenreduktion temporal superior und temporal inferior, wie in diesem zweiten Bild, so sehen wir, dass insgesamt das Dickenprofil herabgesetzt ist, also eine diffuse Schädigung vorliegt. Im dritten Bild sehen wir eine Kerbe, in diesem Fall temporal inferior, das heißt hier ist die Schädigung der minimalen Randsaumbreite vor allem in diesem Bereich temporal inferior deutlich zu erkennen. Wie gehen wir nun vor, wenn wir die Progressionsanalyse uns anschauen? Wenn ich Ihnen das hier einmal vergrößere, sehen Sie, wir befinden uns jetzt gerade in der zweiten von zwei Messungen. Das heißt, das ist die Follow-up-Untersuchung. Wir sehen das auch hier unten im dicken Profil. Die schwarze Kurve repräsentiert unsere Follow-up-Messung, die aktuellste Messung. Und wer genau hinschaut, sieht auch eine kleine graue Linie dahinter. Die kleine graue Linie repräsentiert jetzt die Baseline-Untersuchung. Und wir sehen, dass temporal superior in diesem Fallbeispiel also von der Baseline-Untersuchung zur Follow-up-Untersuchung die minimale Randsaumbreite abgenommen hat. Sie können die Verlaufskontrolle aber auch beim Progressionsreiter, hier oben die lasche Progression, nutzen, um hier die Verlaufskontrolle durchzuführen. Wir sehen nun das Alter vom Patienten aufgetragen auf der X-Achse und an der Y-Achse die minimale Randsaumbreite. Pro Untersuchungstag sehen wir hier einen Messpunkt. Wir sehen aber auch, dass hier die Meldung kommt, insufficient data available. Das heißt, drei Messungen sind einfach noch nicht eine so gute Datenlage. Hier kann nur eine grobe Tendenz anhand dieser gestrichelten Linie erkannt werden. Haben Sie schon mindestens 5 Untersuchungen oder mehr in einer Progressionsreihe, so sehen wir hier die Regressionsgerade sehr schön deutlich angezeigt, weil hier einfach schon
viele Daten zugrunde liegen und eine bessere statistische Auswertung möglich ist. Sie können diesen Progressionsreiter noch verfeinert anschauen, indem Sie hier rechts unten auf die einzelnen Sektoren klicken, zum Beispiel TI, temporal inferior, oder auch TS, temporal superior. Hier sind natürlich oftmals die glaukomatösen Schädigungen noch deutlicher zu sehen. Als zweite Spur, die wir an unserem Tatort verfolgen wollen, haben wir die retinale Nervenfaserschichtanalyse. Diese zeigt sich wie folgt im Viewer. Wir sehen auch hier wieder das OCT-Bild oben, darunter das Dickenprofil unseres Patienten. Auch hier wird der Vergleich zu den Augen in der Referenzdatenbank gezogen und, wie Sie links unten im Bild sehen, anhand des Klassifikationsdiagramms noch verdeutlicht. Wir sehen rechts oben ein Klassifikationsdiagramm bzw. ein Dickenprofil ohne Befund. Wir sehen sehr charakteristisch die beiden Hügel, temporal superior, temporal inferior. Und wenn man genau hinschaut, sieht man auch sehr schön deutlich, wir haben einen gemächlichen Anstieg zu dem ersten Hügel und auch nach dem zweiten Hügel einen gemächlichen Abfall. Das zweite Bild zeigt uns eine Amplitudenreduktion, temporal superior und temporal inferior, wie sie zum Beispiel bei einem diffusen Glaukomschaden typisch wäre. Und im dritten Bild eine ganz charakteristische Kerbe, temporal superior, die zum Beispiel für einen Nervenfaserbündeldefekt in diesem Sektor sprechen würde. Nun, was tun wir, wenn sich die beiden ersten Spuren, die wir bisher analysiert haben, die minimale Randsaumbreite und die RNFL, widersprechen? Nehmen wir uns ein Szenario nach dem anderen vor. Die minimale Randsaumbreite ist unauffällig, während die RNFL auffällig ist. Es gibt verschiedene Ursachen dafür. Als erstes wäre zu nennen eine nicht-glaukomatöse Optikusatrophie. Denken Sie hier zum Beispiel an eine ischämische Papille oder an eine neurologische Ursache. Eine andere Ursache wäre eine atypische Lage der bogenförmigen Gefäße. Die Gefäßkonfiguration kann individuell sehr verschieden sein. Nehmen wir mal an, die Gefäße treten flacher aus, als das hier im Bild zu sehen ist. Ich zeige einmal mit dem Mauszeiger da drauf. Hier wären sie also die Gefäße, wenn sie flacher austreten. Dann wären die beiden Hügel im RNFL-Dickenprofil nach temporal verschoben und einzelne Sektoren würden als auffällig klassifiziert werden, obwohl nur eine Normvariante vorliegt. Eine weitere Ursache könnte sein die glaukomatöse Mikropapille. Eine Mikropapille, klar, wir haben eine kleine Papille, einen kleinen Ausgang und die Nervenfasern müssen sich also stapeln, um überhaupt durch diesen engen Ausgang zu kommen. Das heißt, die MRW, die minimale Randsaumbreite, scheint vielleicht in diesem Bereich noch unauffällig, obwohl hier schon ein erster Verlust zustande gekommen ist. Nutzen Sie hierfür bitte auch immer Ihren Einblick, den Sie funduskopisch ophthalmoskopisch bekommen, sei es ein Fundusfoto, sei es der ophthalmoskopische Einblick. Hier können Sie die typischen Merkmale einer glaukomatösen Papille natürlich noch ausmachen und in Korrelation mit Ihren OCT-Befunden bringen. Was ist zu tun oder an was ist zu denken, wenn die MRW auffällig erscheint, während die RNFL noch unauffällig ist? MRW auffällig meint hier, wenn die minimale Randsaumbreite im Profil insgesamt flacher ist als im Vergleich zum Normverlauf. Eine mögliche Ursache hierfür könnte sein eine physiologische Makropapille. Natürlich, bei der Makropapille, wir haben einen großen Ausgang für die Nervenfasern. Die Nervenfasern müssen sich nicht wie bei der Mikropapille übereinander stapeln, sondern haben mehr Platz, sich zu verteilen, was eben am neuroretinalen Randsaum eventuell den Anschein macht, als wäre hier die Kurve schon herabgesetzt. Nutzen Sie bitte auch hierfür zur weiteren Einschätzung noch die Eindrücke aus der funduskopischen Analyse. Ein Hinweis sei hier noch gegeben. Sie sehen im Infrarotbild rechts unten die BMO Area,
also die Bruchschmembranöffnungsfläche. Und der Mittelwert der Referenzdatenbank für diesen Parameter liegt hier bei 1,78 Quadratmillimeter. Um das Ganze noch besser zu untermauern, denken Sie an weitere Spuren, an weitere Hinweise, die Sie aus der optischen Kohärenztomographie ziehen können. Und das wäre im nächsten Fall die Ganglienzellschichtdicke. Diese bekommen wir aus der Posterior Pole Asymmetrie-Analyse, die ich Ihnen nun einmal vorstellen möchte. Sie kennen alle die dicken Karte aus der typischen OCT-Makula-Scan-Diagnostik. Für die Posterior-Pole-Analyse nutzen wir hier jetzt eine feinere Skalierung. Das heißt, wir sehen schon die Abstufungen hier deutlicher zu sehen. Ja, wir haben natürlich rote Bereiche, also warme Farben, wo wir uns eine Mehrgewebe typischerweise erwarten, also temporal-superior, temporal-inferior. Aber natürlich auch im Bereich der Ganglienzellen, also hier ringförmig angeordnet um die Fovea centralis. Kältere Farben wie lila oder blau, natürlich dort, wo die Netzhaut physiologisch dünner ist, also zum Beispiel im Bereich der Netzhautgrube oder weit in der Peripherie. Was möchten wir uns als Muster merken, was wir typischerweise in der Posterior Pole Asymmetrieanalyse sehen möchten? Ja, man kann sich's merken als eine Art Schmetterlingsflügel und den Ganglienzell-Donut. Die Asymmetrieanalyse zielt darauf ab, dass wir eine Asymmetrie erkennen zwischen der oberen und der unteren Hemisphäre, beziehungsweise auch rechtem Auge zu linkem Auge. Für die Hemisphärenanalyse können wir uns hier die Achse von Fovea zu Papillenmitte wieder schön zunutze machen und sehen jetzt hier, dass wir sehr viele deutliche kältere Farben im inferioren Bereich der Netzhaut haben. Das heißt, hier der Vergleich von oberer zu unterer Hemisphäre wird uns hier auch nochmal in dieser Grauwertkarte angezeigt. Und wir sehen, was wir auch schon in der bunten, dicken Karte gesehen haben, dass die inferiore Hemisphäre dünner ist. Das erkennen wir daran. Schwarze Kästchen bedeutet, in diesem Bereich ist die Netzhaut um mindestens 30 Mikrometer dünner als im Vergleichsbereich oben. Wichtig hierzu ist noch zu erwähnen, dass natürlich auch hier der Verlauf der Blutgefäße eine eventuelle Asymmetrie vortäuschen kann. Deswegen konzentrieren Sie sich vor allem auf die Kästchen innerhalb dieses roten Rahmens, da hier außen oftmals die Blutgefäße eventuell oben und unten etwas asymmetrisch verlaufen. Wichtig ist auch noch zu bedenken, dass natürlich ein diffuser Schaden, also ein fortgeschrittener Defekt, keine Asymmetrie mehr zeigt. Das heißt, wir sehen hier in der Grauwertkarte fast nur weiße oder hellgraue Kästchen, aber heißt nicht, dass kein Schaden vorliegt. Ganz im Gegenteil, der Schaden hat sich schon auf beide Hemisphären ausgebreitet. Wo finden Sie nun die Posterior Pole Asymmetrieanalyse? Sie öffnen sich den Posterior Pole Scan, klicken auf die Posterior Pole Lasche und sehen hier die, wie eben schon ausführlich beschriebene, Dickenkarte. Unter der Dickenkarte sehen Sie auch das OCT-Schnittbild. Die Aufnahme besteht aus 61 B-Scans, sodass Sie auch wieder durch Scrollen an der Maus die einzelnen OCT-Bilder überprüfen können. Auch dabei ist es ganz wichtig, dass Sie die Segmentierung von ILM, also intern limitierender Membran, und BM, Bruchsche Membran, überprüfen. Denn wenn es eben notwendig ist, können Sie auch hier mit dem kleinen Werkzeug wieder Korrekturen durchführen, um eine korrekte Analyse in der dicken Karte zu vollziehen. Zu einer Fehlsegmentierung kann es zum Beispiel durch eine epiretinale Membran kommen. Wie kann ich die Posterior Pole Analyse bezüglich der Progressionskontrolle nutzen? Wir sehen hier auch wieder in der Software, wir befinden uns in der zweiten von zwei Messungen. Rot eingerahmt hier die Referenzmessung vom August 2016, darunter die aktuelle Messung Mai 2017 und ganz unten nochmal die Änderungskarte.
In der Änderungskarte sehen wir einen deutlich roten Bereich. Rot heißt in diesem Fall, hier hat sich die Netzhaut verdünnt über die Zeit. Und ja, die Form dieser roten Färbung ist natürlich auch ganz charakteristisch. Hier könnte sich jetzt ein Nervenfaserbündeldefekt ausgebildet oder noch stärker ausgeprägt haben. Wir hatten schon erwähnt, dass wir die Posterior Pole Analyse auch für die Einzelschichtsegmentierung nutzen möchten. Und hier sehen wir jetzt zuallererst mal nochmal die Färbung der kompletten Retina. Also jetzt hier nochmal farblich dargestellt die komplette Retinadicke. Als nächstes haben wir hier jetzt nur die Segmentierung der Nervenfasern. Das heißt, hier bekommen wir jetzt die RNFL als Dickenkarte dargestellt und sehen sehr schön, dass sich die Ausdünnung am rechten Auge, die wir in der kompletten Retina schon gesehen haben, auf die Verdünnung in der Nervenfaserschicht zurückführen lässt. Und wenn wir noch einen Blick auf die Ganglienzellkarte werfen, so sehen wir, dass auch an diesem Auge der Ganglienzell-Donut nicht mehr vollständig rund ist, sondern eben auch schon an einer Seite geöffnet, was natürlich erklärt, dass der Schaden nicht nur in der Nervenfaserschicht, sondern sich auch schon in der Ganglienzellschicht ausgeprägt hat. Neu ist nun die Abweichung zur Referenzdatenbank aus dem Posterior Pole Scan heraus, die sogenannten Deviation Maps. Wo finde ich diese? Sie klicken hier oben auf den einzelnen Laschen, auf den einzelnen Tabs, auf den Deviation Map Tab. Nun sehen Sie als nächstes eine Schichtauswahl, sodass Sie auswählen können, welche Einzelschichtsegmentierung möchte ich jetzt mit der Normdatenbank vergleichen. Wir sehen dann, in unserem Fall ist jetzt zum Beispiel die RNFL ausgewählt, hier die RNFL-Dickenkarte angezeigt. Direkt daneben die Abweichungskarte, jetzt über das komplette Scanfeld. Darunter das Klassifikationsdiagramm für die Sektoren im makulären Bereich. Und hier rechts nochmal die gesamte Retina-Karte oben. Die Abweichungskarte der gesamten Retina in der Mitte und unten nochmal die einzelnen Sektoren. Dem aufmerksamen Betrachter ist vielleicht schon aufgefallen, dass wir hier nochmal eine besondere Farbskalierung gewählt haben. Die dicken Karten im Deviation Map Tab sind in einer wahrnehmungsgemäß einheitlichen Abstufung. Man nennt das Ganze Perceptually Uniform. Was heißt das jetzt? Gleiche Farbabstände werden vom menschlichen Auge auch als gleich empfunden. Heißt, wir sehen jetzt hier rechts oben die RNFL-Karte beispielsweise ohne Befund und wir sehen hier sehr schön die Farbverteilung und auch wieder unseren typischen Schmetterlingsflügel. Kühle Farben wie Blau repräsentieren dünne Bereiche. Vergleichen wir diesen schönen Schmetterlingsflügel mit der glaukomatösen RNFL-Karte hier unten, so sehen wir, dass wir schon viel mehr blaue Bereiche hier haben. Hier also die ausgewählte Schicht, in unserem Fall die RNFL, deutlich ausgedünnt ist. Eine rote Färbung würde für dicke Bereiche stehen, wie wir das hier oben in dem gesunden Auge gut sehen können. Strukturelle Änderungen können in diesen dicken Karten vom menschlichen Auge noch besser wahrgenommen werden. Die Abweichungskarten. Patientenspezifische Dickenabweichungen in Prozent im Vergleich zu Dickenwerten in der Referenzdatenbank. Wir sehen hier also jetzt, das komplette Scanfeld wird analysiert und verglichen nochmal mit der Normdatenbank angezeigt. Je mehr Grün wir sehen, desto besser. Grün bedeutet, wir befinden uns zwischen der 5. und 95. Perzentile, also innerhalb normaler Grenzen. Sehen wir gelbe Bereiche, so sind wir unter der 5. Perzentile. Sehen wir blaue Bereiche, dann wären wir über der 95. Perzentile. Das heißt, in einem grenzwertig dünnen oder grenzwertig dicken Bereich. Rot wäre eingefärbt, Bereiche, in denen wir unter der ersten Perzentile befinden, beziehungsweise violett über der 99. Perzentile, also außerhalb normaler Grenzen. Ein wichtiger Hinweis sei hier noch gegeben.
Am Ort der Blutgefäße sind Abweichungskarten häufig physiologisch blau-violett gefärbt. Wir sehen das hier zum Beispiel, obwohl wir hier ja einen Normalbefund haben, sehen wir die blau-lila Färbung entlang der Blutgefäße. Noch ein paar Worte zum Klassifikationsdiagramm. Wir haben hier 6 Sektoren, die mit Hilfe des anatomischen Positionierungssystems an die individuelle anatomische Achse ausgerichtet sind und somit perfekt mit der Referenzdatenbank verglichen werden können. Wer sich jetzt wundert, warum ist denn bei der RNFL-Schichtauswahl das Diagramm immer farblos? Das RNFL-Diagramm bleibt farblos, da die RNFL im Bereich der Makula sehr dünn ist und dadurch die Mittelwerte in den einzelnen Sektoren nicht normal verteilt sind. Die Rasterform ist optimiert für die Ganglienzellschicht. Hier sehen wir nochmal ein Beispiel von den Deviation Maps und hier ist jetzt also die Auswahl getroffen auf die RNFL. Wir sehen hier die RNFL-Dickenkarte, in der Mitte die Abweichungskarte. Wir sehen deutlich einen gelb-roten Bereich inferior, aber noch viel stärker ausgeprägt im oberen Bereich superior. Wir sehen hier nochmal die komplette Retina-Karte, die eben auch schon sehr auffällig in den Abweichungskarten dargestellt wird. Wechseln wir nun die Auswahl auf die Ganglienzellschicht, so sehen wir, dass wir gerade in den oberen Sektoren schon einen deutlichen Verlust an Ganglienzellen haben. Wie stark der Schaden ist, in welchem Bereich, in welchen Zonen er sich ausbreitet, das sehen wir jetzt auch sehr deutlich in den Abweichungskarten. Und wir sehen, dass nicht nur im Bereich der Sektoren hier die Auffälligkeit belegt werden kann, sondern dass sich der Schaden noch weiter ausprägt in Richtung peripher. Noch ein letzter Hinweis. Die anatomische Positionierung spielt eine große Rolle bei den Deviation Maps. Hier ein Beispiel, wo die Fovea nicht sauber platziert, nicht sauber erkannt wurde, beziehungsweise vom Anwender nicht richtig bestätigt wurde. Der gelbe Pfeil zeigt auf die Mitte der Sektoren. Hier denkt jetzt das System, ist die Fovea centralis. Wer aber genau hinschaut, sieht, dass der grüne Pfeil die Fovea centralis eigentlich repräsentiert. Nun müsste man diese Sektoren verschieben, um eine genaue Analyse zu bekommen. Da dies im Nachgang nicht mehr möglich ist, muss man also jetzt aufpassen, dass hier nicht ein überdurchschnittlich dicker Bereich in der Ganglienzellschicht repräsentiert ist und hier ein grenzwertig dünner bzw. außerhalb normaler Grenzen dünner, sondern dass hier einfach die Analyse nicht korrekt ist. Ein exakter Vergleich mit der Referenzdatenbank ist nur dann möglich, wenn das anatomische Positionierungssystem richtig definiert wurde. In unserem Beispiel hier gilt also die Empfehlung, das Aufnahmefenster nochmal zu starten, die Messung zu wiederholen, und zwar über Setup, Redefine Anatomic Landmarks, das APS nochmal neu zu definieren und dann eine Messung durchzuführen. Nun möchte ich mit einem Fallbeispiel unsere Spurensuche, unsere Tatortaufnahme noch einmal abschließen. Die Anamnese sagt, wir haben eine 62-jährige Patientin mit primären Offenwinkelglaukom. Im Fundusbild ist ein Nervenfaserbündeldefekt temporal inferior zu erkennen, gehighlightet auch nochmal mit den weißen Pfeilen in diesem Bild rechts. Man sieht aber auch eine Papillenrandblutung inferior. Das Gesichtsfeld wurde durchgeführt, sowohl 24 Grad als auch in 10 Grad. Und man sieht erste Defekte, erste Ausfälle in beiden Messungen. Nutzt man sich das Multicolor-Bild, das sehen wir hier auf der linken Seite, so gilt es sich zu erinnern, das Multicolor-Bild arbeitet mit 3 unterschiedlichen Wellenlängen, Infrarot, Grünreflektiv und Blaureflektiv.
Aufgrund der kurzen Wellenlänge blau und grün bekommen wir natürlich eine gute Reflektivität von der Oberfläche der Netzhaut und sehen jetzt hier im temporal inferioren Bereich den Nervenfaserbündeldefekt, der auch schon im Fundusfoto beschrieben war. Wer ganz genau hinschaut, sieht vielleicht auch einen scharf begrenzten Ausfall hier im superioren Bereich. Natürlich können wir auch das Infrarotbild zunutze nehmen, sodass wir auch hier den Ausfall der Nervenfasern in temporal inferior sehen. Hier nun die Analyse von der Bruchmembranöffnungsminimale Randsaumbreite. Wir sehen also deutlich, dass die Kurve, wie schon erwartet, temporal inferior herabgesetzt ist, aber auch hier in diesem Bereich nasal superior die Kurve nicht mehr einen Hügel darstellt, wie wir uns es eigentlich erwarten würden. Wer sich vielleicht wundert, Mensch, warum ist denn jetzt hier noch alles grün, obwohl wir doch eigentlich schon eine deutliche Absenkung der Kerbe erkennen können, dem sei nochmal gesagt, dass es sehr hilfreich ist, sich auf die Perzentile hier auch nochmal zu konzentrieren. Wir liegen jetzt im nasal superioren Bereich nur noch auf der 7. Perzentile. Sobald wir unter 5% rutschen, wird unser Sektor hier gelb angezeigt. Das heißt, wir sind schon sehr, sehr nah an einer auffälligen Klassifikation in diesem Bereich. Heißt aber auch, den Kurvenverlauf hier genau zu verfolgen und in die Analyse mit einzubeziehen, ist von Vorteil. Nun möchte man natürlich auch noch die Nervenfaserschichtanalyse sich anschauen und auch hier wird unser Verdacht bestätigt, dass sich die Schicht vor allem temporal inferior schon deutlich reduziert hat. Nun möchten wir natürlich auch noch einen Blick auf die Posterior Pole Analyse setzen und wir sehen schon in der dicken Karte, temporal inferior zeigt sich auch hier eine verdünnte retinale Schicht und das Ganze wird auch nochmal belegt mit der Asymmetriekarte, mit den Grauwertkarten direkt darunter. Nutzen wir nun noch die Einzelschichtsegmentierung, so wird unser Verdacht bestärkt, dass wir eine deutliche Schädigung in der Nervenfaserschicht haben und diese auch nochmal in der Ganglienzellschichtanalyse deutlich untermauert wird. Natürlich möchten wir auch hier noch die Deviation Maps anschauen, das heißt auch hier wieder die Dickenkarte, die Nervenfaserschicht hier in diesem Bereich deutlich dünner als im oberen Bereich. Unser Schmetterlingsflügel ist nicht mehr vollständig. Wie weit sich jetzt hier wirklich schon die Nervenfaserschicht im Vergleich zur Normdatenbank als dünner zeigt, das sehen wir natürlich wieder in der Abweichungskarte hier in den gelb-roten Bereichen im inferioren Bereich. Ganz wichtig auch nochmal, man hat die Möglichkeit, ganz schnell auf die anderen Schichten zu wechseln, also auch hier die Ganglienzellanalyse nochmal in die Befundung mit einzubeziehen. Auch hier zeigt sich, wie weit die Verdünnung im Vergleich zur Normdatenbank schon ausgeprägt ist und das Ganze bestätigt sich auch in der inneren Plexiformenschicht. Nun kann man die verschiedensten Ergebnisse natürlich auch auf einem Ausdruck festhalten und das bietet sich zum Beispiel an hier mit dem Hood Report. Der Hood Report möchte jetzt, ja, wie Herr Dr. Hood aus New York auch immer vorgeht, sowohl die strukturellen Ergebnisse aus der OCT-Diagnostik als auch die funktionellen Ergebnisse aus dem Gesichtsfeld, aus der Perimetrie in Relation bringen, sodass wir jetzt hier auch die dicken Karte der Retina angezeigt bekommen und das Ganze aber auch nochmal hier im blauen Kästchen jetzt dargestellt, nochmal in der Inversdarstellung, also kopfüber sozusagen, um einen sauberen Vergleich zu den Ergebnissen aus der Perimetrie zu ziehen. Die schwarzen Punkte zeigen jetzt die Lokalisationen der Prüfpunkte im Gesichtsfeld an. Oben 24, 2, unten 10, 2 Gesichtsfeld. Und natürlich, wenn man sagt, Mensch, ich möchte aber auch genau noch die Deviation Maps jetzt mit dem Hood Report in Verbindung bringen, dann ist dies genauso möglich.
Und wir sehen jetzt, dass natürlich vor allem auch bei dem 10-Grad-Gesichtsfell die makulären Ganglienzellen gut getestet werden und nun in Verbindung gebracht werden können. OCT-Ergebnis aus der strukturellen Messung, wie eben auch die Prüfpunkte, die Lokalisation der Prüfpunkte aus dem 10-Grad-Gesichtsfeld. Ja, und mit dieser Folie habe ich Ihnen einen kleinen Ausblick in die Zukunft geboten, denn im nächsten Spektrale Software Release, der Software 6.15, wird dieser Hood Report inklusive der Deviation Maps den zuvor gezeigten Report ersetzen. Ja, wer jetzt Lust bekommen hat, noch mehr über die Glaukomdiagnostik zu erfahren, dem kann ich nur wärmstens unseren Glaucoma Imaging Atlas empfehlen. Er ist online zu kaufen. Es ist in englischer Sprache, aber beinhaltet 29 ganz spannende Fälle, wie eben dieser eine eben auch vorgestellt wurde in den verschiedensten, Parameteranalysen gehighlightet und eben auch vorgestellt für Sie. Wer es etwas kompakter mag, der kann zurückgreifen auf unser Glaukoma-Toolkit, ein 20-seitiges PDF-Dokument, was eben die wichtigsten Ergebnisse auf unserer Spurensuche am Tatort nochmal genau begleitet, die verschiedensten Parameter erklärt. Der nutze jetzt hier sehr gerne den QR-Code, um es direkt herunterzuladen. Rechts dargestellt nochmal unser How-to-Guide für die Bruchschmembranöffnungspositionierung und beinhaltet auch ein OCT-Interpretationsleitfaden bei Glaukom. Und wer darüber hinaus noch etwas auf der Academy-Website stöbern möchte, der klickt einfach auf www.he-academy.com und hat hier eine Reihe von Auswahlen, eine Reihe an Auswahlmöglichkeiten von Lerninhalten. Hiermit möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen viel Spaß und Freude bei der Glaukomdiagnostik mit dem OCT.